Ja, hallo und recht herzlich willkommen zum Video 149. Jeden Freitag 16 Uhr bin ich für dich da und zeige dir, was ich letzte Woche an meiner Modellbahn alles Schönes gemacht habe. Ich bin Uli und los geht's. Das Stellpult. Der letzte Teil. Ich verspreche es euch, der letzte Teil sollte das wahrscheinlich sein. Ja, ich habe noch mal Kleinigkeiten dran gemacht und die möchte ich euch heute natürlich zeigen, weil ich finde, sie sind essentiell für dieses Stellpult. Wir sehen es im Hintergrund schon, ein paar neue Funktionen sind eingefügt, ein bisschen was Benutzerfreundlichkeit. Das heißt, ich habe jetzt eingefügt, dass ich die Z21 Ströme mir anzeigen lassen kann auf meinem Stellpult. Das heißt, ich weiß endlich, ob Strom anliegt bei meiner Z21, weil ich habe nämlich mein Stellpult auf dieser Seite vom Zimmer und meine Z21 auf dieser Seite vom Zimmer. Das heißt, ich schalte hier drüben einen Schalter an und sehe dann, ob meine Eisenbahn fährt oder nicht und kann das natürlich endlich mal anzeigen lassen auf meinem Stellpult. Gar nicht mal so, ob der Strom anliegt. Der ist fast, diese grüne Anzeige, die wir gesehen haben, ist fast nur dafür da, dass ich, wenn ich meine Modellbahn zugemacht habe, das Rollo runtergefahren habe, alles eingeklappt habe, dann kann ich immer noch sehen anhand meines Stellpults, da kommt nämlich vorne eine kleine grüne LED rein. Ups. Die Z21 ist noch an, ausschalten und dann geht auch das grüne Licht aus. Und dann wollte ich natürlich auch sehen, wenn ich einen Ausfall des Stroms habe. Zum Beispiel durch einen Kurzschluss, kann ja möglich sein, ja. Und da habe ich schon manchmal vor der MOBA gestanden und habe gesagt, mein Gott, warum fährt denn das jetzt hier nicht? Ist so. Und ja, und dann hatte ich einen Kurzschluss irgendwo, weil was auf dem Gleis lag, weil was entgleist ist, weil irgendwas passiert ist oder wie auch immer. Und da habe ich mir jetzt was erdacht. Bis jetzt hatte ich es am Anfang so gebaut, dass ich dann rote Lämpchen anhabe, die dann anfangen zu leuchten. Das war mir aber zu wenig, weil auf meinem Stellpult leuchtet alles mögliche rot, wenn zum Beispiel Weichen anders gestellt sind und. Und das wollte ich nachher noch einen Blinkeffekt einfügen. Ja, nee, kein Hexenwerk. Kommen wir gleich zu. Jetzt will ich euch erstmal zeigen, was ich jetzt hier so Schönes gemacht habe im Vorfeld. Ihr seht, ich habe da jetzt eine Schablone aufgelegt. Manche werden es noch kennen, als ich das Stellpult gebaut habe. Ich glaube, im Teil 2 war das zu sehen. Oder 3, ich weiß wirklich nicht mehr. Ich verlinke die Playlist, da könnt ihr euch alle nacheinander angucken. Apropos alle nacheinander, es kommt demnächst noch ein Video raus, wo ich das endlich mal alles am Stück zeige. Natürlich beschleunigt, Kurzform. Wer sich natürlich im Detail angucken will, wäre immer besser, wenn man natürlich das sich einzeln anguckt. Aber ich bringe noch ein komplettes, kompaktes Video dazu raus. Aber muss ich erst noch machen, nachdem ich diesen Teil fertig gemacht habe hier. Ja, wie gesagt, ich wollte ein paar Sachen einfügen eben mit diesen Anzeigen. Dann habe ich auch mit eingefügt, deswegen sind da zwei Taster dazu gewesen, dass ich die Mehrradreinigung, die ich im letzten Video gezeigt habe, ich verlinke es auch oben rechts in der Ecke, die Mehrradreinigung noch mit steuern konnte. Das heißt, da ist noch ein Putty reingekommen, dann ist auch die Taste reingekommen und dann kann ich auch den Testkreis, vielleicht hat man schon gesehen, ringsrum hier um meinem Stellpult habe ich, wenn ich davor stehe, einen Testkreis. Der führt einfach so um dieses Stellpult ringsrum. Das finde ich recht praktisch, weil das hat man ein bisschen platzsparend untergebracht. Manche haben ja nur so hin und her. Ich habe mir einen Testkreis gemacht. Das heißt, ich kann meine Loks da stundenlang im Kreis fahren lassen und mich daran erfreuen. Hier sieht man es ja so ein bisschen unten, ne? Und da habe ich ja von die Mehrradreinigung, das war aber ein schweres Wort jetzt, die Mehrradreinigung von Tomix gemacht. Und das steuere ich dann eben auch über das Stellpult. Und alles schön, ohne dass ich irgendwelche Kabel sehe, alles schön versteckt und alles ein bisschen, naja, im Hintergrund funktionierend. Apropos, ich habe es gerade selber gelesen. Ich habe natürlich, wer es noch nicht weiß, wer es noch nicht gesehen hat, mein Stellpult ist unten im unteren Bereich, das was wir gerade sehen, so 1 bis 1,2 Zentimeter nur hoch. Das heißt, ich konnte hier nicht mit wirklich Leiterplatinen arbeiten. Bei den Modulen, Putties, da geht es gerade noch so, aber alles, was ich selber baue, was ich mit Lochrasterplatinen mache, das passt hier nicht wirklich rein. Oder ist sehr, sehr knapp. Und zumal, wenn ich noch die Relais oben aufbringe, das ist mir zu knapp gewesen. Deswegen dieser freie Aufbau, deswegen auch das in erster Linie chaotische Aussehen, was nicht wirklich chaotisch ist, weil wenn man sich das genau anguckt, ich habe nämlich neulich einen Fehler drin gehabt, den habe ich auch erst später entdeckt jetzt, da dachte ich, mein Gott, was hast du denn da wieder gebastelt damals? Da konnte ich doch mit relativ wenigen Schritten nachvollziehen, was ich da gemacht hatte, obwohl es ja schon wieder ein halbes Jahr her ist und ich bin ein sehr vergesslicher Typ. Ich stehe dann jedes Mal da und freue mich über irgendwelche Sachen, die ich vor einem halben Jahr gemacht habe. Ich denke, was hast du denn hier Schönes gemacht? Na, ganz so krass ist es nicht, aber so in der Art kann man sich das vorstellen. Ihr seht übrigens die Blenden, die ich mir im 3D-Drucker gedruckt habe.
Und hier sehen wir jetzt auch die roten Lichterchen, die da noch blinkfrei an sind. Das heißt, jetzt wisst ihr, was ich meine, die gehen da ein bisschen unter. Also wenn ich einen Kurzschluss habe, geht das unter. Das grüne Licht, das sagt mir einfach nur, Z21 oder generell Fahrstrom ist da, Digitalfahrstrom ist da. Und das war das Ganze, warum ich das grün gemacht habe, damit ich es weiß. Aber wichtiger sind mir die roten LEDs. Ich mache das Licht mal immer aus, weil die Kamera ist sehr lichtempfindlich. Also wenn ich alles Licht anhabe, ich sehe das wunderbar hier, aber auf der Kamera sieht es man nicht. Hier teste ich jetzt übrigens, das habe ich auch im letzten Video schon mal gezeigt, das Potti jetzt hier, das heißt diese Mehrradreinigung, die hier vorne die ist, die graue, wer es nicht gesehen hat im letzten Video, auch das verlinke ich oben in der Ecke, könnt ihr euch sehr gerne angucken. Und da kommt übrigens demnächst noch ein detaillierteres Video dazu, weil ich wurde gebeten, da noch ein paar mehr Infos zu bringen. Das mache ich sehr gerne, habe kein Problem. Und jetzt teste ich mal, jetzt liegt der Z21 Strom an. Jetzt schalte ich den Kreisel gleich dazu und dann schaltet sich automatisch, nee, habe ich gerade gemacht, ist egal. Dann gibt es einen Kurzschluss und sofort schaltet alles auf Rot, das heißt sofort ist alles aus. Wenn ich natürlich auf meine Z21 hier auf der anderen Zimmerseite gucke, sehe ich das natürlich, auf meiner WLAN-Maus sehe ich das auch, natürlich, aber da gucke ich nicht immer drauf. Ich brauche irgendwas, was mich immer anspringt. Du, da ist ein Kurzschluss irgendwo. Na gut, dann habe ich mir hier diese kleine Platine gebaut, habe ich mir auf dem Breadboard oben links, habe ich mir da eine Schaltung aufgesteckt, erstmal probiert, ob alles funktioniert, denn die Herausforderung ist ja wirklich so, die ich mir selber gesetzt habe, wenn ich, wie soll ich sagen, wenn ich meine Stromversorgung auf der Anlage noch nicht anhabe, das heißt meine Signale, meine Lichterchen, mein Stellpuls selber noch nicht funktioniert, dann sollen zwei rote Lampen trotzdem leuchten, dass ich sehe, aha, der Fahrstrom liegt ja überhaupt noch nicht an, aber die sollen dauerhaft leuchten, also ganz leicht flimmern werden sie nachher. Während ich aber, wenn ich hier die Strom der Anlage anmache, dann möchte ich, dass das blinkt, wenn es nicht ist. Das heißt, ich möchte auf meiner Anlage, auf meinem Stellpult sehen, so blink, 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 dass das eben fehlt, der Fahrstrom. Ja, deswegen, das war mir eigentlich irgendwo wichtig. Im Hintergrund sehen wir die grüne LED, da muss man ein bisschen blinken auf dem Breadboard. Und das ist übrigens ein Wechselblinker, den ich da gebaut habe. Das heißt, die Schaltung habe ich mir einmal jetzt fertig gemacht von dem Design, wie ich es gerne hätte. Und habe mir dann, ich kann da abzapfen, was ich will. Ich kann die beiden LEDs gleichzeitig blinken lassen. Ich kann sie wechselseitig blinken lassen. Ich kann auch nur eine blinken lassen. Ich kann da also alles Mögliche mitmachen, was ich will. Ihr seht schon, ich habe den NE555 IC verwendet dafür. Ist eine relativ einfache Schaltung. Viele werden es vielleicht kennen von euch. Die es nicht kennen, das Ding kostet vielleicht 70 Cent im Einzelteil. Ach, im Einzelteilkauf. Ist also sehr, sehr preiswert, wenn man es selber baut. Und eine relativ simple Schaltung. Ich habe euch das jetzt nicht gezeigt, wie die Schaltung funktioniert. Wen es interessiert, auch hier gerne einen Kommentar oder eine E-Mail an mich schicken, kann ich gerne beantworten, kann ich gerne was dazu machen. Das war gerade mein Handy, ich hoffe, es stört nicht. Schlechte Vorbereitung, aber ist egal, es hat halt ein Signal gegeben. So, und da mache ich das gerne, aber ich möchte euch hier nicht langweilen mit irgendwelchen theoretischen Kram oder wie auch immer. Bei Fragen mache ich gerne ein extra Video dazu, überhaupt kein Problem. Und jetzt teste ich das Ganze noch, ob es funktioniert. Das heißt, ich habe unten an den beiden silbernen Anschlüssen an diesem Kreis, an diesen, na, wie sagt man denn, an der Platine, habe ich einmal die LED geschaltet auf dem Minus und einmal geschaltet auf dem Plus, sodass der Wechselschalter realisiert werden kann und kann dann entsprechend die beiden LEDs separat oder einzeln ansteuern, indem ich sie anschließe oder nicht. Ganz einfach. Was nicht dran ist, kann nicht blinken. So. Und ja, man sieht es jetzt schön, dass es funktioniert. Ich musste bloß mit der Verpolung oder mit der Polung aufpassen und jetzt blinkt er so langsam vor sich hin. Das kann man übrigens schneller blinken lassen, langsamer blinken lassen durch eine einfache Wahl von verschiedenen Kondensatoren. Da habe ich so ein ganze Sets hier, wo ich da auch alle möglichen Stärken da habe. Und habe dann entsprechend dann mir einen rausgesucht, wo die Blinkfrequenz mir gut gefällt. Also ich könnte es durchaus mit dem größeren Kondensator langsamer blinken lassen, mit einem kleinen schneller. Da muss ich nicht irgendwo was, brauche ich kein Potti drehen oder irgendwas am Rechner einstellen. Das geht einfach durch den
durch den Kondensator. Ganz einfache Lösung. Gefällt mir sehr, sehr gut und ist genau das, was ich gesucht habe oder gebaut habe oder gebraucht habe. Mein Gott, ist das immer schwierig. Ja, hier sehen wir jetzt nochmal, dass ich die andere Polung jetzt umgedreht habe und jetzt blinkt es halt auf den... Nee, das ist nochmal der gleiche. Ist egal, ich habe selber nicht aufgepasst gerade. Also auf jeden Fall auf der anderen Seite kann ich es eben genauso blinken lassen. Es ist halt ein Wechselblinker und eben, wie gesagt, beide auf einer anderen Plus und Minus verdreht, sodass es eben relativ einfach ist. Und in dem Fall brauchte ich sogar den Plus für die eine LED wirklich dringend, weil ich das eben so geschaltet habe unter meinem Stellpult und habe ja die Wahl. Aber ich brauchte trotzdem beide und ich konnte beide parallel blinken lassen. Fand ich sehr, sehr praktisch. Also ich wollte jetzt hier nicht auf meinem Stellpult so ein wildes Hin- und Hergeblinke haben. Ich wollte, dass das ganz dezent schön langsam da rumblinkt. Und jetzt sehen wir hier die andere Polseite. Funktioniert genauso gut, aber ich habe es ja erwartet, weil es ja auf dem Testboard da oben genauso funktioniert hat. Aber manchmal lötet man ja irgendwelchen Quatsch zusammen. Ist ja doch ein bisschen was anderes, als da Kabel zu stecken. Wenn man sich überlegen muss, bei so einer Lochrasterplatine, das ist manchmal ein bisschen nervig. Die dreht man, steckt alles vorne drauf, dann dreht man die um. Und dann denkst du, oh Gott, wo ging das jetzt nochmal hin? Hier sehen wir es jetzt schon. Ne? Hier schalte ich jetzt meinen Strom an. Jetzt blinken die beiden LEDs da links und rechts. Das ist also mein Fahrstrom nicht anliegt. Jetzt habe ich den Z21 eingeschaltet. Alles ist grün. Links sieht man die Waggons auch gleichzeitig leuchten. Wenn ich es ausmache, sehen wir auch jetzt, dass die Waggons wieder ausgehen. Jawohl, also es funktioniert. Jetzt fehlt der Strom. Jetzt blinkt das. Wenn ich es ausschalte, dann gehen alle Lämpchen aus. Nur die beiden bleiben an. Und natürlich oben die Kontrollleuchte, dass mein Stellpult aus ist. Es ist auch rot und da kann ich dann eben sehen, dass ich den Strom erstmal anschalten sollte, bevor ich meine Anlage fahren will. Also ich finde es sehr, sehr praktisch. Ja, wie gesagt, wen es interessiert, ab in die Kommentare damit sowieso. Da freue ich mich ja immer wahnsinnig drauf. Und ja, mit diesem interessanten Thema würde ich sagen, belasse ich es heute. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche, Freitag, 16 Uhr, sofern ihr wollt. Und bis dahin wünsche ich euch nur alles Gute. Macht schön gut, euer Uli. Tschüss.